Meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mal wieder soweit. Ich muss euch mal wieder ein bisschen warnen vor Vorschussbetrug. Ich habe eine E-Mail bekommen, in der mir gesagt wird, dass ich von einer Maria Elisabeth Schäffler eine Spende über 1,5 Millionen Euro bekomme. Die möchte sie mir spenden. Ja, möchte sie. Findet sie toll. Ja. Lieber Geliebter, ich weiß es zu schätzen, dass Sie mir schreiben. Ich habe ihr dann geantwortet und habe diese E-Mail bekommen. Ja, die machen immer erst so eine Probe-E-Mail, ob da überhaupt jemand antwortet. Ich habe dann darauf geantwortet und bekam diese E-Mail hier. Danke für deine Antwort und es wurde gut angemerkt, ich habe es aus einem reinen Motiv gemacht. So, gehen wir gleich mal dazu über. Wenn ich von einer deutschen Milliardärin, nämlich von Maria Elisabeth Schäffler, wenn ich von einer deutschen Milliardärin einen Brief bekomme, dann müsste ich mich spätestens jetzt schon wundern, dass die kein Deutsch kann. Das ist eine österreich-deutsche Unternehmerin von der Schäffler Group, die dieses Jahr 50 Milliarden Euro Umsatz gemacht haben. Ja, Schäffler AG. Und die kann nicht mal Deutsch? Die kann nicht mal Deutsch? Und auch die E-Mail-Adresse, die da war, ist nicht irgendwie schäfflerag.de, sondern eine Gmail-Adresse. Also Maria Schäffler Gmail. Ja, spätestens jetzt, meine lieben Freunde, müsst ihr doch euren Verstand einschalten. Und müsst euch sagen, wie kann es sein, dass eine Maria Elisabeth Schäffler nicht richtig Deutsch kann? Und wie kann es sein, dass sie mir 1,5 Millionen Euro schenken will? Ich habe dann dieses Formular hier ausgefüllt, natürlich mit Fake. Hab Name, Land, Adresse, alles gefaked. Sex heißt ja männlich-weiblich. Besetzung wusste ich nicht. Handynummer habe ich gar nichts angegeben. Familienstand auch nicht. Einkommen, Religion und Bild oder Personalausweis. Habe ich ein Bild gefaked. Mit dieser tollen Bilder-Fake-Webseite. Und da kam dann auch eine weitere Mail zurück. Das ging dann so weit, dass sie mir gesagt hat, sie muss leider aus bestimmten Gründen, weil sie das hier nicht überweisen kann und bla bla und ihr Anwalt und was weiß ich was alles und Heckmeck und schieß mich tot, müsste ich erst 950 Euro überweisen, damit sie mir diese 1,5 Millionen freigeben kann. Da habe ich gesagt, habe ich nicht. Ich habe keine 950 Euro. Sie soll das doch von den 1,5 Millionen abziehen. Ihr wusst ja schon, auf was es hinausgeht, ja, auf Vorschussbetrug. Ich habe sie dann runtergekriegt auf 400 Euro. Hab gesagt, ja, ich kann 400 Euro überweisen. Und jetzt soll sie doch die Kontonummer schicken. Und genau die wollte ich. Ich wollte die Kontonummer haben. Und bingo, es war eine deutsche Kontonummer. Eine deutsche. Ich habe bei der Bank dann gleich angerufen, habe gesagt, hör zu, ihr habt hier ein Konto, da läuft ein Vorschussbetrug drüber. Haben die von der Bank gesagt, haben die gesagt, das wissen wir bereits, es ist auch bereits vom Landeskriminalamt und er würde gerne meine Daten dem Landeskriminalamt zur Verfügung stellen. Daraufhin rief das Landeskriminalamt bei mir an, was dann schon geil ist, ja, wenn es LKA bei dir anruft und hat mir die Story erklärt. Es ist so, die Bank selber, Sparkasse, Volksbank, kann nicht so einfach dieses Konto kündigen. Sondern die haben eine Kündigungsfrist auf dieses Konto. Sie haben dem Kontoinhaber klargemacht, dass das, was er da macht, illegal ist. Es ist Geldwäsche. Weil immer, wenn einer diese 950 Euro bezahlt, dann überweist der Kontoinhaber das sofort auf ein weiteres Konto, irgendwo im Ausland, Türkei, Ukraine, Nigeria, und darf aber einen Teil davon behalten. Und laut Aussage des LKA lief über dieses Konto bereits ein sechsstelliger Betrag. Das heißt, ein sechsstelliger Betrag, dass schon Dutzende von Menschen diese 950 Euro bezahlt haben. Das kann ja nicht wahr sein. Und jetzt kommt die Krux an der Sache. Das LKA hat keinerlei Handhabe auf dieses Konto. Keinerlei Handhabe, den Kontoinhaber strafrechtlich zu verfolgen. Aus zwei Gründen. Erstens, niemand hat sein Geld zurückgefordert. Niemand. Niemand hat sein Geld zurückgefordert. Und niemand hat Strafanzeige erstattet. Niemand. Es liegt
auf dieses Bankkonto für diesen Kontoinhaber keine Strafanzeige vor und noch nicht einmal eine Rückforderung. Warum? Weil die Leute sich schämen. Ganz einfach, weil sie sich schämen, dass sie auf diesen Scheiß reingefallen sind. Sie schämen sich. Sie sagen es dann nicht ihrer Frau, die Frau sagt es nicht ihrem Mann, die Sekretärin sagt es nicht ihrem Chef, der Verlobte sagt es nicht seiner Verlobten, weil er sich einfach schämt. Dann werden die 950 Euro oder die 500 Euro, die da überwiesen würde, einfach irgendwie verklausuliert, Schwamm drüber, passiert mir nie wieder, fertig. Und deswegen der Aufruf vom LKA. Schämt euch nicht. Schämt euch nicht, wenn ihr darauf reingefallen seid. Ja? Schämt euch nicht. Fordert euer Geld zurück. Das kann man, glaube ich, ich weiß es nicht, bei der Sparkasse, bei der Volksbank, bei der Commerzbank bis zu 6 Wochen oder so machen, ja? Dass man sein Geld wieder zurückbekommt. Wenn man es nicht zurückbekommt oder auch sonst, erstattet Strafanzeige gegen den Kontoinhaber. Zeigt den Kontoinhaber an. Ihr habt ja den Namen bekommen. Ich habe ihn ja auch bekommen. Ich habe den Namen bekommen, ich habe die Kontonummer bekommen, ich weiß, welche Bank das ist. Ja, ich habe das ja alles bekommen. Und dann kann man eine Strafanzeige bei der nächsten Polizeistation stellen. Mit den ganzen E-Mails ausdrucken, Kontoauszüge mitnehmen, dass ich das überwiesen habe. Hingehen, erstmal auf die Bank, Geld zurückfordern. Ganz wichtig, Geld zurückfordern. Ihr kriegt es wieder. Ihr habt es ja überwiesen, also könnt ihr es auch wieder zurückholen. Ja, Geld zurückfordern, weil Betrug. Und dann geht zur Polizei und erstattet Anzeige wegen Betrug. Und ich sage es nochmal, schämt euch nicht. Denn nur so kann das gestoppt werden. Es laufen immer noch Gelder auf dieses Konto, weil sich einfach niemand traut, Strafanzeige zu stellen. Und der Kontoinhaber lacht sich ins Fäustchen, der hat einen 5-stelligen Betrag verdient mit eurem Geld. Der hat auch keine Lust mitzuarbeiten, macht er nicht. Sagt, nee, mach ich nicht. Ich arbeite da nicht mit. Jetzt muss ich ganz kurz meine Katze. Also wirklich, ey. Du bist echt ein Viech, ey. Das gibt's echt nicht. So, bin wieder da. Die ist ja unglaublich, ey. Ja? Schneide ich das raus? Nein. Deswegen fordert euer Geld zurück, erstattet Strafanzeige. Jetzt zeige ich euch noch was. Die hat sich nämlich auch noch legitimiert. Mit einem unfassbar, jetzt zum Schluss, mit einem unfassbar schlecht gemachten Dokument. Bundesrepublik Deutschland, Reisepass. Ich habe selber schon Sachen gefälscht, ja. Ich habe selten so eine miserable, schlechte Fälschung gesehen wie das. Das ist echt der Hammer, wie schlecht das gefälscht ist. Man sieht hier ganz deutlich, dass das hier einfach reinkopiert wurde. Das ist so schlecht gefälscht. Und außerdem ist die Frau 70 Jahre alt. Es ist unfassbar, wie schlecht das gefälscht ist. Wie kann man, Entschuldigung, das muss ich jetzt echt noch dazu sagen, wie kann man auf sowas reinfallen? Man weiß doch, wie ein Reisepass aussieht. Das Ding ist irgendwo im Internet runtergeladen und dann einfach Sachen eingefügt. Unfassbar. Unfassbar. Das ist, für mich ist das nicht zu begreifen. Und trotzdem, holt euer Geld zurück, geht zur Polizei, erstattet Strafanzeige. Sonst hört das auf diesem Konto ja auch nicht auf. Und erst dann kann der Kontoinhaber strafrechtlich belangt werden. Weil man muss ihm nachweisen, dass die Geldeingänge aus illegalen Geschäften kommen. Das muss man einfach nachweisen. Und das kann man nicht, wenn keine Anzeige vorliegt. Eine Anzeige reicht ja schon. Eine Anzeige reicht ja schon. Aber bitte zeigt sie alle an. Alle, die ihr darauf reingefallen seid, setzt euch auf euren Arsch und zeigt sie an. Macht's einfach. Sonst wird es nie aufhören. Und tschüss.